Andy Mauderer von den Baden Rhinos. Am Wochenende steht das dritte entscheidende Spiel im Playoff-Halbfinale der Regionalliga Südwestern gegen die Eisbären Heilbronn. Erste Frage, wie siehst du die Chancen, damit es am Wochenende klappt mit einem Sieg auswärts bei den Eisbären? Ja, das Spiel beginnt bei 0-0. Die Chancen sind natürlich wie in jedem Spiel vorhanden. Gesetzter Serie sind wir wieder dran mit einem Auswärtssieg. Bisher hat immer das Auswärtsteam gewonnen und deswegen fahren wir mit einem Sieg nach Hause und stehen im Finale. Wo siehst du die Stärken von deinem Team? Was zeichnet euch in dieser Saison besonders aus? Dass wir aus den schwierigen Situationen einfach rauskommen. Wir hatten eine lange Durststrecke zu Beginn der Saison, haben 10 Siege in Folge geschafft und dieses Momentum werden wir jetzt mitnehmen in die Finalserie und schauen, dass wir das Endspiel erreichen. Es könnte, wir nehmen das mal nicht an, aber es könnte natürlich am Sonntag das letzte Spiel sein. Die Frage, die sich mir da immer stellt, was machen Eishockeyspieler eigentlich im Sommer? Wie halten die sich fit? Wie bereitet man sich vor, bis es dann im Herbst dann endlich wieder weitergeht? Man darf natürlich nie das Gefühl fürs Eis verlieren, deswegen ist Eisessen immer ein wichtiger Faktor fürs Sommertraining. Nein, Spaß beiseite, Laufen, Krafttraining, Inline-Hockey, das sind die Basics für die nötige Fitness und Form, wenn es dann wieder aufs Eis geht. Die Frage ist an den sportlichen Leiter Pascal Winkel. Am Wochenende das alles entscheidende Spiel, das dritte und hoffentlich nicht das letzte Spiel dieser Saison. Wie geht die Mannschaft aus Ihrer Sicht in diese Partie? Ja, ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ja. Haben heute jetzt nochmal ein Abschlusstraining und dann gehen wir da hochmotiviert ja, in das Spiel. Ja, wir können die Saison krönen, ja, mit dem Erreichen des Finales. Und ich glaube, da ist jeder motiviert und wird den nötigen Ehrgeiz an den Tag legen, dass wir da das erfolgreich bestreiten können am Sonntag. Bisher hat immer das Auswärtsteam die Duelle gewonnen zwischen den Rhinos und den Eisbären. Woran liegt das? Macht das heimische Publikum nicht den letzten Schritt dann mit? Oder wie kommt sowas? Ja, schwer zu erklären. Also ich denke, dass es daran liegt, dass die Heimmannschaft da ein bisschen Druck hat, ja, und dass das vielleicht negativer Druck ist und dass das dann ausschlaggebend ist, dass man da ein bisschen nervöser ist. Ja. Trainer Pavel Jančović, wir möchten jetzt mal zurückblicken auf die bisherige Saison. Platz 4 war es am Ende. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Leistung Ihrer Mannschaft in den bisherigen Saisonspielen? Ja, nach dem schweren Anfang haben wir uns durchgeboxt und haben wir geschafft, unser erstes Ziel, und das war diese Playoff-Teilnahme. Und da müssen wir einfach sagen, mit dem ersten Teil vom Saison sind wir zufrieden. Was für ein Fazit ziehen Sie, wenn es am Sonntag jetzt nicht reichen würde? Ist man dann sehr enttäuscht oder blickt man dann eher zurück auf das, was man schon geschafft hat? Wie geht man als Trainer damit um? Ja, das, auf diese Frage kann ich antworten erst nach Sonntag. Momentan ist alles offen, ist 50-50. Wir gehen nach Heilbronn einfach in die Finale kommen. Und das ist unser zweites kleines Ziel. Und ich hoffe, das können wir weiter auch nächste Woche reden über dieses Thema.